kurz nach 19:41. Großartiges Publikum und eine neue Ausgabe der Quizshow, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße, live aus Berlin. Und ich freue mich schon auf meinen ersten Kandidaten heute Abend. Gestern hat er noch die Nummer 6 mitten auf der Brust getragen. Mal sehen, ob sich das heute geändert hat. Hier kommt Boris Mattes. Sag Boris. Ich hab's geahnt. Ja. Ich hab's geahnt. Heute ist es die Nummer 8. Heute ist die Nummer 8. Was hat's damit für eine Bewandtnis? Eigentlich gar keine. War auch wieder eine schöne Zahl. Sie wollten einfach mal sagen, ich bleib auf jeden Fall bis zur Frage 8 und tausche erst bei der 9, frühestens. Kommt drauf an, was Sie mir an Kategorien haben. Sie studieren Jura. Ja. In Konstanz. In Konstanz, genau. Und Sie werden irgendwann mal beinharter Anwalt werden. Das werden wir mal sehen. Ist noch ein weiter Weg. Ich bin erst im 5. Semester. Muss ich jetzt schon aufpassen, was ich sage? Nein, wirklich gut. Nicht. Ich sage Ihnen vielleicht einfach mal eine beinharte Kategorie. Ja. Und Sie dozieren dann schon mal über die Zuschauerfrage. Zuschauerfrage. Gestern war es das mit den Beuteltieren. Setzen wir nochmal alles. Alles, gut. Spielen Sie um 4.000 Euro. Und unsere Zuschauerfrage kommt von Vanessa Nikolidakis aus Gorks Heimatal. Das möchte sie von Ihnen wissen. Welcher dieser Begriffe bezeichnet die weißen Blutkörperchen? Trichine, Polygamisten, Chloroplasten oder Leukozyten? Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es die Nummer 4 ist, die Leukozyten. Können Sie die anderen beschreiben? Nein, nein. Biologie war in der Schule nicht so meine Stärke, aber Leukozyten sind mir doch im Hinterkopf geblieben und da bin ich mir relativ sicher. Na, ich hoffe, dass die Leukozyten nicht nur im Hinterkopf sind. Ja, das hoffe ich auch, sonst würde ich vielleicht nicht hier sitzen. Die 4? Ja, die 4. Leukozyten. Von den Polygamisten haben Sie im Biologieunterricht noch nie was gehört? Jetzt auf Anhieb nein. Also gut. Leukozyten, das ist richtig. Polygamisten. 4.000 Euro. Und wir machen weiter mit Frage Nummer 5. Das bedeutet, Sie sehen Deutschland und Deutschland sieht Sie. Mit welchem Bundesland werden Sie spielen? Ich würde gerne mit Nordrhein-Westfalen spielen. Gut, Nordrhein-Westfalen. Sind Sie da... Sind Sie ein Karneval-Experte? Ein Karneval-Experte? Ja, bei uns nennt man das Fasnet und ein bisschen aktiv bin ich da schon, ja. Also können Sie sich anfreunden mit dem rheinischen Karneval? Aber absolut, meine Mutter kommt da auch her. Grevenbroich hat der Computer ausgesucht. Grevenbroich. Wie feiert man dort? Fragen wir. Grevenbroich, wir fragen einfach mal nach. Schönen guten Abend, hier ist Christian Kleritsch aus Berlin. Wer ist da in Grevenbroich? Oder ist Karneval? Josef. Josef, guten Abend. Guten Abend. Josef, sind Sie schon im Karnevalsfieber? Nein, bin zu alt. Ach, kommen Sie mal, so nie zu alt für Karneval. Bitte? Gut, hier kommt die Kategorie. Ja. Film. Film. Und Josef, wie sieht's aus mit Film? Ach gut, wenn es alte Filme sind. Wenn es alte Filme sind. Ja, Film ist natürlich, ja. Ach, dann ergänzt ihr euch doch prima. Oder kennen Sie sich auch eher mit den alten Filmen aus? Ich glaube eher dann schon mit den neuen. Also wie viel? Volles Risiko? Volles Risiko. Ja, nehmen wir mal 3.000. Ja, Josef, volles Risiko. Er sagt so, mit Karneval hat er nichts am Hut, aber wenn es um die Kohle geht, Alaf, wird gesetzt. Volles Risiko? 3.000. 3.000, gut. Also da bleibt noch 1.000 in Reserve. 7.000 Euro für Boris und 3.000 für Josef, wenn das jetzt klappt. Hier kommt Ihre gemeinsame Frage. Wer war 1997 im gleichnamigen Film Das fünfte Element? War das Mila Jovovich, Sophie Massot, Anna Nicole Smith, Julia Roberts oder Letizia Casta? Josef. Hallo Josef? Ja, ich höre. Die Antwort wäre jetzt gerade mal ganz gut. Haben Sie schon eine Antwort auf die Frage? Die Nummer 1. Die Nummer 1, Mila Jovovich. Da kann ich Josef nur zustimmen, hab den Film gesehen, Mila Jovovich. Mila Jovovich. Zwei Kandidaten, eine Antwort. Mila Jovovich. Der eine hat den Film gesehen, beim anderen frage ich nach.
wenn es stimmt, nach der Werbung. Bis gleich. Und Josef sind zusammen ins Kino gegangen und sagen Mila Jovovich später in dem fünften Element. Josef hat behauptet, er geht nicht mehr zum Karneval, aber er kennt Mila Jovovich. Josef, entweder gehen Sie noch zum Karneval und kennen Mila Jovovich selbst oder hat Ihnen jemand geholfen? Ich habe keiner geholfen. Nein? Nein. Sie kennen Mila Jovovich? Ja, ich lese viel Zeitungen und... Der Karneval geht gleich los, Josef. Und ich würde mich freuen, wenn ich gewonnen hätte. Oh ja, das glaube ich Ihnen. Nicht nur Josef. Also Mila Jovovich hat in dem Film ja auch ein recht tolles Kostüm an, wenn man so sagen will. Und nachdem Karneval ist, lohnt sich ein bisschen Kleingeld, oder? 7.000 und 3.000 Euro, das ist richtig. Hallo. Also Josef, 3.000 Euro für Mila Jovovich. Herzlichen Dank fürs Spiel und ich wünsche Ihnen... Ich bedanke mich. Wir bedanken uns bei Ihnen. Oh. 7.000 Euro bei Ihnen, Boris. Gestern hatten Sie die Nummer 6 mitten auf der Brust. Die Frage hätten wir schon mal erreicht. Jetzt spielen wir mal elegant bis zur Frage 8. Schnell am besten, oder? Ja, ja. Gut. Schon. Geschichte. Geschichte. Das ist Ihr Lieblingsfach, oder? Ja, also sagen wir mal, es war nicht schlecht, aber Geschichte, setzen wir mal 5. 5. Sehr vorsichtig. 5. 12.000 Euro und 2.000 bleiben übrig. Frage Nummer 6, es geht um Geschichte. Wer führte in den 50er Jahren einen Guerillakrieg auf Kuba? Simon Bolivar, Emiliano Zapata, Carlos Menem, Benito Juarez, Fidel Castro oder Salvador Allende? Also wenn mich mein Wissen nicht ganz täuscht, dann ist das die Nummer 5. Fidel Castro. Was wissen Sie über Fidel Castro? Über Fidel Castro, ja. Ich meine mich zu erinnern, dass er eben an diesem Guerillakrieg beteiligt war und danach jetzt Militärmachthaber, Diktator wurde, ja. Es war noch jemand anders, glaube ich, mit involviert, Che Guevara. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke schon. Die anderen kommen für Sie nicht in Frage? Nein, eigentlich nicht. Sagen wir jetzt auch auf Anhieb nichts. Ich kann mit den Namen nicht so viel anfangen. Also Kuba und Fidel Castro, das passt für Sie zusammen? Das passt für mich zusammen, ja. Ich lock's ein? Ja. Das Naheliegendste also. Das ist gefährlich in der Quizshow. Ja, das ist gefährlich. Aber nicht in diesem Fall, das stimmt. Okay. Fidel Castro und Kuba und 12.000 Euro für Sie, Boris. Schon eine Idee, was Sie mit dem Geld machen, das Sie heute gewinnen? Oh, es gibt viele kleinere Wünsche, die man sich gerne mal erfüllen würde. Aber so jetzt konkret noch nichts. Den allergrößten Traum? Den allergrößten Traum, das wäre mit dem Motorrad einmal quer durch Australien. Das würde mir Spaß machen. Ach, das ging sich jetzt schon aus. Vielleicht legen wir lieber noch ein bisschen was drauf. Gerne, gerne. Das liegt ganz bei Ihnen. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Sport ist diesmal der Bereich, aus dem ich frage. Sport ist furchtbar. Sport ist ganz schlimm. Finden Sie persönlich oder so an sich? An sich als Kategorie. Ach so. Also nicht an sich der Sport, sondern die Kategorie gefällt mir nicht. Da würde ich gern tauschen. Gut. 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 Ist aber dann weg. Ja. Okay. Vorsichtig setzen ist auch nicht drin. Jetzt habe ich ja meine Kategorie, Rock und Pop. Da könnte man ja... Dann richtig drauf tun. Ja. Ja. Also Sie tauschen auf jeden Fall? Ja, ich tausche. Gut, Rock und Pop. Wie viel höre ich? 7.000. 7.000. Gut. Spielen Sie um 19.000 Euro. 5.000 bleiben Ihnen. Geben Sie uns eine richtige Antwort auf unsere Frage. Rock und Pop. Mit welchem dieser Lieder hatte Right Said Fred 1992 einen Hit? Sexy Eyes, Sexy Sexy Lover, You Sexy Thing, Sexual Healing, I'm Too Sexy, Sex Machine, Sex on the Phone und jetzt rufe ich meinen Therapeuten an.
Ja, dreht sich ja hauptsächlich um das eine bei den ganzen Liedern. Aber 1992 war ich schon so alt, dass ich solche Lieder gehört habe. Und deswegen. Und das andere auch schon? Nein, so alt war ich dann damals doch noch nicht. Ach so. Nummer 5, I'm Too Sexy. Sehen Sie. Das weiß ich nicht, das sollen andere beurteilen. Nee, Nummer 5, Right Said Fred. Die Nummer 5, Right Said Fred. Soll ich es einloggen? Ja. Die Nummer 5. Mit wem sind Sie heute hier? Mit meiner Freundin Martina. Ah, das ist gut. Martina, guten Abend. Hallo. Hat er recht? Hat er recht? I'm too sexy, sagt er. Natürlich. Ah, gut. Das ist doppelt schön. Sie sagt natürlich, das meint sie für Sie. Und Sie bringen 19.000 Euro mit nach Hause. Ja. 19.000 Euro. Und jetzt sind wir bei der Frage Nummer 8 angelangt. Die 8, die Macht der 8. Was macht er mit der 8? Geografie. Achte Frage. Ich habe es mir lange überlegt. Geografie. Da bin ich nicht firm. 7.500 Euro ist das Minimum. Da bin würden ich Sie überhaupt nicht firm. Würden Sie um 26.500 spielen und 11.500 würden Ihnen immer nur übrig bleiben. Ich habe, glaube ich, noch niemals in meinem Leben 19.000 Euro besessen. Außerdem sind heute noch so nette andere Kandidaten da und die sollen auch eine Chance haben. Ach ja, die Selbstlosigkeit ehrt sich, aber das kann natürlich noch viel mehr werden. Naja, nee, Gier ist da kein guter Ratgeber. Wir lassen es dabei. Gut. Dann lasse ich Sie ziehen mit 19.000 Euro. Das ist eine stolze Summe, da haben Sie Bock und Rest. Herzlichen Glückwunsch, Boris. Entspannen Sie sich. Jetzt haben wir die Bedeutung der 8 eindeutig kennengelernt. 8, gute Nacht, Boris geht nach Hause. Das bedeutet aber, dass hier eine neue Kandidatin oder ein neuer Kandidat Platz nehmen darf. Sie haben zugeguckt. Das ist nicht ganz einfach hier vorne. Und ganz egal, was jetzt passiert, es verändert ganz sicher einen Teil Ihres Lebens. Wer kommt zu mir? Frank Reimers. Hallo Frank. Bitte sehr. Das ist Ihr Stuhl. Herzlich willkommen hier bei uns in der Quizshow. Danke. Sie strahlen schon von einem Ort zum anderen. Recht von willkommen. Freuen Sie sich, dass Sie da sind? Ja. Gut. Erzählen Sie mir ein bisschen was über sich. Sie kommen aus? Handewitt. Das ist an der dänischen Grenze bei Flensburg. Bin verheiratet, habe einen Sohn. Beruflich bin ich Flieg-Tornado bei der Marine als Waffensystemoffizier. Sie fliegen Tornados? Ja. Diese Düsenjets? Die Düsenjets. Die, wo sich ein normaler Mensch reinsetzen würde und alles von sich gibt, was er jemals zu sich genommen hat. Ich halte mich für ziemlich normal, insofern glaube ich nicht, dass sowas passieren könnte. Nein. Fühlen Sie sich jetzt hier wie in der Pilotenkanzel oder ist es schlimmer? Schlimmer. Aber Sie haben starke Nerven, davon gehe ich aus. Ich glaube auch, ja. Zeigen Sie mir mal Ihren ersten Wunsch und dann tasten wir uns so ein Mach nach dem anderen. Mein ersten Wunsch, ich habe schon erwähnt, ich bin gerade Vater geworden. Ja. Und wir haben noch einen Kinderwunsch, insofern, wenn mein kleiner Sohn mein kleines Schwesterchen bekommt oder noch ein kleines Brüderchen, dann möchten wir auf alle Fälle unser Haus ausbauen und dazu brauchen wir eine Treppe, die jetzt übers Schloss führt. Eine neue Treppe. Sind Sie ein Heimwerker? Bauen Sie die dann selbst oder kommt da jemand und macht das für Sie? Ich glaube mal, ich könnte mit anfassen, aber selbst bauen könnte ich sie bestimmt nicht. Okay, eine neue Treppe, aber da ist dann auch natürlich das Geschoss dazu. Ja, das sie bringen das zukünftige Schwesterchen nicht einfach auf der Treppe unter. Nein. Okay, 685 Euro und das ist sozusagen Mach 1 hier bei uns. Die absolute Mehrheit im Bayerischen Landtag besitzt seit 1962 welche Partei? Also ich komme nicht daher, aber das ist definitiv die CSU. Hört man in letzter Zeit immer wieder etwas öfters, ne? Ja, bestimmt. Die CSU, das ist richtig. Das war die erste Hürde. Jetzt ist schon mal der erste Schritt getan. Frank, wir machen gleich mal weiter mit dem Grundkapital. Das sind 1.000 Euro bei uns. Schlagzeilen ist das Thema, also was Aktuelles. Und das möchte ich gerne von Ihnen wissen. Desiree Nosbusch moderiert heute Abend die Verleihung welches Preises? Golden Globe oder die Goldene Kamera? Wir haben vorhin noch darüber gesprochen, das ist die Goldene Kamera. Die Goldene Kamera, die Nummer 2? Ja. Warum haben Sie darüber gesprochen?
Weil wir haben die Nachrichten nach vorher noch geschaut, um ein bisschen uns auf den aktuellen Standard zu bringen. Insofern denke ich mal, dass die goldene Kamera. Es ist gleich hier nebenan am Gendarmenmarkt. Also das ist Luftlinie vielleicht 150 Meter von hier. Ja. Dort gehen Sie gerade über den roten Teppich und hier gewinnt Frank 1000 Euro. Ja. So, nächste Kategorie. Zuschauerfrage. Haben Sie gestern geguckt? Gestern habe ich geguckt. Hätten Sie die Frage mit dem Beuteltier beantworten können? Ja, ich hätte sie beantwortet. Ja, doch, doch, bestimmt. Also, höre ich alles hier, oder? Ja, natürlich. Alles. Gut, alles. Das heißt, Sie spielen um 2000 Euro. Maria De Rubelli aus Wien hat eine Frage an Sie gerichtet. So lautet sie. Eine Person, die nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist, nennt man Opportunist, Sozialist oder Masochist? Das ist eins, der Opportunist. Die Nummer eins. Opportunist. Eindeutig, das ist richtig. Und das sind 2000 Euro. Was haben Sie sich vorgenommen für heute Abend? Es kommt darauf an, wie weit ich hier komme, aber auf alle Fälle mit schon mal 2000 Euro gehe ich nachher noch mit meiner Schwester richtig aus. Sie wissen, dass wir keinen Schleudersitz hier haben. Das weiß ich. Gut. Herzlich willkommen, die Schwester. Das klingt nach einem guten kulinarischen Abend. Aber das wird noch mehr, Frank. Schauen Sie mal. Hier kommt die nächste Kategorie. Da könnten Sie schon auf 4000 Euro verdoppeln, wenn Ihnen Literatur zusagt. Das war eigentlich nicht so das gute Thema, was ich hatte. Aber es kommt früh, ne? Es kommt früh. Das hat auch seine Vorteile. Insofern setze ich alles. Gut. Also 4000 Euro, das macht schon richtig feudales Abendessen, wenn das klappt. Vier Antworten geben wir dann vor. Eine davon ist richtig zu dieser Frage. Welche literarische Gestalt stammt aus der Feder von Agatha Christie? Miss Moneypenny, Maid Marian, Madame Bovary oder Miss Marple? Da bin ich froh, dass die Nummer 4 noch gekommen ist. Das ist Miss Marple. Die Nummer 4, Miss Marple. Wen hätten Sie denn von den anderen dreien genommen, wenn die 4 nicht gekommen wäre? Keiner. Ich hätte für die Nummer 4 gewartet. Das wäre eine ganz neue Situation gewesen. Miss Marple ist richtig. Die große Detektivin bei Agatha Christie. 4000 Euro. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Blick auf die Deutschlandkarte. Wo fliegen Sie am liebsten drüber? Am liebsten über Nordsee und Ostsee, da wohnen keine Leute. Insofern nehme ich Thüringen. Thüringen. Das heißt, Thüringen haben Sie in dem Fall noch nie aus Ihrem Tornado gesehen? Doch, sicherlich auch, ja. Aber das ist eher selten? Eher selten. Jetzt macht sich der Computer auf die Suche nach einem Ort in Thüringen. Großen Erich. Ja, das bin ich bestimmt noch nicht rübergeflogen. Das ist die Kategorie Geografie. Also. Schönen guten Abend, hier ist Christian Klerici aus Berlin. Wer ist dort in Großen Erich? Ja, hallo, hier ist die Anke Köhler aus Großen Erich. Hallo Anke, guten Tag. Also wenn das nächste Mal so ein Düsenjet über Ihrem Kopf hinwegfliegt, dann sitzt vielleicht Frank drin. Und wenn Sie jetzt gleich gemeinsam spielen, dann sitzt vielleicht auch der drin, der die richtige Antwort gegeben hat, weil er mutig ist und alles setzt auf Schlager. Anke, bist du firm in Schlager? Ja, doch. Ja? Ja. Dann setzen wir alles. Schlager, alles. 8000 Euro für Frank und Anke, 4000 Euro. Wenn Sie die richtige Melodie hier erkennen oder die Interpreten, wer weiß, das ist die Frage. Welcher Showmaster sang 1987 Guten Morgen, liebe Sorgen? Jürgen von der Lippe, Rudi Carrell, Jürgen Fliege, Harald Schmidt oder Wolfgang Lippert? Anke. Also ich würde eindeutig sagen, die Eins. Eindeutig die Eins. Was sagt Frank eindeutig? Also ich sag's nicht eindeutig, aber ich schließe mich dem an. Ich bin zu 80% sicher, ich sage auch die Eins. Oh, sehr diplomatisch. Die letzten 20% bringt hoffentlich Anke mit. Ich hoffe es doch. Letzte Antwort? Das ist von mir die letzte Antwort. Jürgen von der Lippe. Wir haben mal wieder eine Frage mit zwei Antworten. Ist sie genauso wie vorhin
richtig. Jawohl! Jürgen von der Lippe hat gesungen, guten Morgen, liebe Sorgen. Anke, ich hoffe, ein paar Ihrer Sorgen, wenn Sie überhaupt welche haben, sind jetzt vorbei, denn Sie haben 4.000 Euro, die wir Ihnen nach Hause schicken. Ja, danke schön und alles Gute noch für den Kandidaten. Dankeschön, auf Wiedersehen. Okay. 8.000 Euro bei Ihnen, das Abendessen wird noch größer. Ja, so viel. Und vielleicht wird es noch größer. Hier kommt schon die nächste Kategorie. Okay. Politik. Politik setze ich schwer. Ich setze 6.000 Euro. 6.000 Euro, dann spielen Sie um 14.000 Euro. 2.000 bleiben, das ist das Abendessen. Hier kommt die Frage aus der Politik. In welchem Land ist General Musharraf seit Juni 2001 Staatsoberhaupt? Jordanien, Irak, Pakistan, Syrien, Türkei oder Indien? Also, wenn mich nicht alles täuscht und man die Sendungen bzw. Nachrichten verfolgt hat, dann ist es Pakistan. Ja? Ich sag Pakistan. Machen Sie auch so ein Gesicht, wenn Sie gerade einen Einsatz fliegen? Ich weiß nicht, was für ein Gesicht ich mache. Keine Ahnung. Ein selbstzufriedenes, sicheres, entspanntes Gesicht. Das glaube ich nicht. Sind Sie sicher? Ich weiß es nicht. Aber ich bin sicher über die Nummer 3. Gut, dann logge ich es ein. Pakistan 0190 24 25 24 ist unsere Hotline. Und ob Pakistan hier die richtige Antwort ist, wir schauen mal. Bis gleich. Frank ist liebender Familienvater und Tornado-Pilot. Hat Nerven wie Drahtseile. Lässt sich zumindest nichts anmerken. In der Werbung haben wir kurz geplaudert und seine Hände sind trotzdem feucht. Natürlich. Das ist gut. Sie haben sich bereits entschieden. Sie haben eine Antwort gegeben und zwar sind Sie der Meinung, Pakistan wäre in diesem Fall richtig. Das ist richtig. Und das bringt Ihnen 14.000 Euro. Ja, schön. Dafür kann man echt viel essen. Da können Sie eine Menge essen, eine ganze Zeit lang. Ja? Ich zeige Ihnen die nächste Kategorie. Berühmte Personen. Oh, das kann ziemlich einfach sein, das kann aber auch sehr, sehr schwer sein. Deshalb setze ich 10.000. 10.000 Euro. Lesen Sie da so die einschlägige Literatur? Yellow Blätter? Nein. Mal gucken, ja. Da würde ich sagen, mit Ihrem Mut ist alles in Ordnung. 10.000 Euro. Dann spielen Sie um 24.000 Euro. Wissen Sie was? Berühmte Personen, da fällt mir was ein, beziehungsweise es fällt was runter. Wenn alles klappt, fällt Max Tido nämlich hier runter. Hier bei uns in Sat.1 geht es jetzt weiter mit dem großen Sat.1-Film Dich schickt der Himmel mit Max Tido und Andreas Maria Schweiger und Sissi Perlinger. Das ist das Programm hier in Sat.1, meine Damen und Herren. Bleiben Sie bei uns und morgen gibt es dann ein Wiedersehen mit Frank, unserem Tornado-Piloten, der hier auf unserem Quiz-Show-Schleudersitz Platz genommen hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, haben Sie eine schöne Zeit und danke fürs Zuschauen. Plötzlich ist es vorbei.